Ja, grüß euch. Freut mich, dass ihr immer noch zuschaut bei einer Runde Batman Arkham Asylum. Ich habe jetzt seit der letzten Aufnahme ein bisschen eine Pause gemacht. Und jetzt geht es natürlich gleich wieder weiter. Und ja, wer jetzt wahrscheinlich 2-3 Minuten oder genau 2,2 Minuten 50 Sekunden brauchen, um wieder in die Steuerung reinzukommen, und dann geht schon gewohnterweise weiter. Wir haben als letzter so ein Upgrade gekriegt, und zwar von dem Spielzeug. Da können wir jetzt 3 Haken schießen, und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir uns auch mit diesem Ding da jetzt raus müssen mit diesem Ding. Und genau, und ich denke, ich habe es schon entdeckt. Jawohl. Das ist es doch, ne? Genau, die Mauer. Schauen wir gleich einmal, was das Ding kann. Zirk! Fest! Komm! Jawohl! So passt das. Na? Und gehen wir gleich einmal rüber. Okay. Wir müssen jetzt... was haben wir denn eigentlich für Ziel? Ah ja, wenn ich mich recht erinnern kann, die Poison Ivy wieder aufhalten, dass die mit ihren Pflanzen da quasi die ganze Insel und auch ja, letztendlich Gotham City übernehmen will, weil die Pflanzen ja schon bis zum Gotham River gekommen sind, haben wir gehört. Wow, die Aussicht. Sind wir da jetzt wieder am Dead Man's Point? Schaut so aus irgendwie, ne? Würde ich einmal sagen. Wow, da war eine Trophäe, oder? Ja, da war eine Trophäe. Okay, da zu dem Loch neben dem Wasserfall. Ja, ich hab's gecheckt, da müssen wir hin. Okay. Naja, das wird jetzt sicherlich ein Spaß, weil das heißt jetzt einmal gleich einmal reinstürzen in den Flug. Jawohl, das macht echt Laune, wirklich. Batman Style, yeah. Und da ist schon das Trophächen, her damit, her mit der Trophäe. Ich dachte, du würdest das niemals finden. Naja, das machen wir doch gleich so. Jawohl. So, und jetzt müssen wir, gehe jetzt einmal ganz streng davon aus, da rüber. Und das machen wir jetzt doch gleich einmal. Jawohl. Yeah. Okay, wo sind wir da jetzt? Wow. Aha, da kann man rauf. Da kann man rauf, da kann man rauf. Da kann man auch rauf. Okay. Gehen wir mal darauf. So, da drüben. Steht da nicht? Na klar, da steht eine Trophäe rum. Genau, hier steht sie rum. Die holen wir uns doch glatt. Müsste sich theoretisch mit ein bisschen Fliegen rausgehen. Hoffentlich sind die Löcher im Umhang nicht so groß, dass man... Ah, das geht sich aus. Was mache ich mir denn da Sorgen? Und wir haben die Trophäe. Nur, jetzt muss ich da wieder irgendwie zurück, oder? Wow, da drüben ist wieder was Helles, oder? Ja, das schaut einmal ganz gut aus. Da werden wir doch glatt einmal rüber. Rüber sliden. Jawohl. So. Oh, oh, da geht's genau. Ah ja, jetzt sind wir wieder genau da. Okay. Schauen wir da wieder rein. Schauen wir wieder rein. Da geht's ja noch weiter rauf, haben wir gesagt. Jojo, was ist jetzt? Zieh dich hoch, Betsy. Komm, oder verlassen dich die Kräfte. Schauen wir mal, was da oben Schönes gibt. Was gibt's da Schönes? Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist der Wasserfall. Ah, was ist jetzt? Was geht jetzt ab? Ganz ruhig, 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 ruhig. So, da ist der Wasserfall. Das heißt, das muss jetzt die richtige Höhle sein, ne? Okay, also dann. Yeah! Na passt, wir sind einmal da. Okay. Dann schauen wir da einfach mal weiter. Wo kommen wir da hin? Ui, da ist wieder so Freiluftgelände. Aber da drüben ist ein Weg.
Den heißt, den müssen wir jetzt einmal treffen. Ne? Naja, wir machen uns einmal gleich auf den Weg. Ja. Unser Betsy kennt da nichts. So, wo geht's jetzt weiter? Da mal einschalten. Okay, da geht's durch. Und da hinten, was ist das? Was ist da? Geht's da auch weiter? Versteckter Gang. Nicht runterfallen, Betsy. Ja. Oh nein, da geht's nicht weiter. Also. Ja, der Ergo müssen wir da lang. Gut. Schalten wir lieber da den Detektivmodus ein. Okay, da geht's jetzt einmal nicht weiter. Aha, na nö. Haben wir irgendwas übersehen, offensichtlich? Irgendwas habe ich übersehen. Muss ja noch einen anderen Weg geben. Eie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 
da irgendwas? Das sind wir, da waren wir, das ist da, wo diese Greifhaken nicht, also dieser Grapper nicht funktioniert. Das heißt, da kann ich mich eigentlich... Ah, da ist wieder so ein Staudinger. Ah, shit. Ja, super, das war wieder mal ein Fail. Die 2 Minuten und was habe ich gesagt, 50 Sekunden sind leider schon um, also auf die kann ich mir jetzt gar nicht mehr ausreden. Das ist natürlich Käse. Ich werde mich verbessern, ich verspreche es. Jawohl, dezenter Hopser. Da hinten waren wir schon. Schauen wir das jetzt noch einmal. Das heißt, 3 unbewaffnet. Wo? Ah, da oben. Ja, Freunde, ich komm schon. Könnt schon mal einen Kaffee hinstellen. Das was Gescheites zum Trinken gibt, wenn ich komme. So. Mau, da ist schon wieder so ein depperter Staudinger da unten. Die gängen mir aber schwer am Hammer. Aber jetzt werde ich schneller. Tschüss. Pflanzinger. So. Da war doch auch noch irgendeine Trophäe, die ich eigentlich beim ersten Mal, wie ich da war, nicht genommen habe. Ups, genau. Ui, und da schon wieder drüber. Uiuiui. Ich weiß nicht, ich traue der Geschichte noch immer nicht da. Das ist zerbröselt, wenn es den Haken hinschießt und das soll das Gewicht aushalten. Aber wir haben es auch diesmal wieder geschafft. Das Titanwasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titanprozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Aha, okay, also... Das Wasser ist ätzend, macht den Anzug aber nichts. Na wieso, hast du vorher Runde zum Schwimmen, oder was? Achso, da müssen wir jetzt ins Wasser rüber. Da eh nichts irgendwo übersehen. Nö. Kann ich da rüber hopsen? Ich denke schon, das habe ich jetzt erst auch schon geschafft. Jawohl. Ui, jetzt gehen wir im titanverseuchten Wasser herum. Was war das? Ja, ich weiß, dass ich da nirgends drauf komme. Ah, da wäre noch so eine Trophäe. Warte mal. Da müsste ich hier auch wieder rüber hopsen können, theoretisch. Jawohl. Und jetzt kann ich ja rein theoretisch nur genau diesen hier machen. Und wir haben unser Trophächen wieder. Naja, wenn man das richtige Spielzeug hat, dann passt es schon alles. So, und jetzt wieder da. Über diese... Schnell. Schnell weg da. Da drüben ist so ein... Oh, da ist auch ein Pflanzinger. Da drüben ist auch einer. Oder? Jo, da ist einer. Sowas? Ich mach's so. Oh, hätte ich ja abspringen können. Bam, überreder. So, und da vorne war doch ein Trophächen. Das nehmen wir doch glatt. Wenn es schon so am Weg steht, werden wir es uns auch gleich einmal einverleiben. So. Nicht die Orientierung verlieren. Wo muss ich hin? Vorne. Da kann ich, glaube ich, raufklettern, ha? Kann ich da raufklettern? Ja. Kletter. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es 3 Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle stellen. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Da oben. Es wird Gotham nicht erreichen. Da muss ich offensichtlich irgendwo hin. So. Gehen wir mal da weiter, solange es da weitergeht. Okay. Jetzt sind wir zwar schön hoch oben. Also schwindelfrei muss er schon sein, unser Batman. Nicht? Also wenn du nicht schwindelfrei bist, da hast du aber schöne Arschkarten, weil da... Ey, was? Achso, das ist die Stauden da unten. Ne? Ja.
Hallo, was sehen meine geblendeten Augen da drüben Hübsches?